Mir ist es ehrlich gesagt zu grafisch und unemotional. Ich finde natürlich, dass da unten die Trauernden um den Toten... Ja, das sind meine, diese trauernde Bild, diese Doppelseite. Liegt das die lieber, die große, aber... Ja? Okay, ja, gut. Du hast unglaublich viel Elend, siehst du jetzt schon, ne? Was hier schön ist zum Ausklang der Strecke, dass einer so traurig durch die kaputten Straßen geht, natürlich auch super. Ne? Würde auch sehr gut passen. Und in Goma war der Irrsinn war natürlich diese 1 Million, von denen Tausende gestorben sind. Das war, wo sie auf der Vulkanerde niemanden beerdigen konnten, wo du diese Leichenberge hattest. Die Leichenberge... Ob das zu heavy ist, aber... Was natürlich super ist, na gut, da hast du die Leichenberge. Da kann man... Ja, okay, dann brauchst du das nicht nochmal umzumachen unbedingt, das ist richtig. Das sieht toll aus. Und du meinst wirklich, wir sollen das hier jetzt nehmen? Den würde ich mal vergrößern. Was natürlich ein super Bild ist, natürlich auch das hier. Ne? Ja, das können wir auch nehmen. Das ist die Lastwagenkippen. Vielleicht muss man das doch da hinstellen. Ja, okay, ist doch gut. Das nochmal vergrößern. Ja, okay. Gut. Das würde auch passen vom Kann man sehen, Abfolge. Dass die Leichen, die dort vom Lastwagen gekippt werden, nicht in Afrika sind? Man muss ja nicht diese Leichenberge hier sehen, sondern dieses hier, dieses da austauschen. Weil hier hast du das Gefühl, du kriegst eine Afrika-Strecke geboten. Es fängt mit Afrika an und dann kriegst du gleich wieder Afrika. Dann denkst du, das ist wieder Horror in Afrika. Seine Idee ist ja Horror weltweit. Das zoomt da wieder rein. Da kommt ein Kopf. Der Kopf. Dann hast du diesen armen Menschen da. Der sieht super aus. Genau. Und dann gucken wir uns das nochmal an. Das ist Katze. Mit dem Fall der Berliner Mauer veränderten sich auch die Kriege. Nicht mehr Land gegen Land, sondern Volk gegen Volk. Statt Hightech, Waffen, Karabiner und Macheten. Wie kein anderer hat James Nachtwey, berühmtester Kriegsfotograf der Welt, diese neuen Konflikte und ihre Opfer porträtiert.